Ich würde sagen, als Übung macht den Meister. Hallo zusammen, ich bin Simon, ich bin dritter Lehrer als Mauer bei der Bischof Bau AG. Ich möchte euch heute mitnehmen auf die Baustelle hier in Zürich, um euch meinen Tagesablauf zu zeigen, hier auf dem Bau. Kommt doch mit! Als erstes gehen wir mal rauf. So, jetzt stellen wir den Tachymeter auf. Den Tachymeter brauchen wir eigentlich zum Decken einmessen, vor allem die Wand. Was speziell ist an dieser Baustelle hier in Zürich, ist, dass wir eigentlich keinen einzigen Plan auf dieser Baustelle haben. Wir sind hier komplett digital unterwegs, heisst planlos. Wir haben hier ein neues Planhaus bekommen und dort drin befindet sich eigentlich nichts anderes als ein grosser Computer. Und wir haben eigentlich all unsere Pläne, die wir damit arbeiten, mittlerweile digital und nicht mehr als Papierformat. Das ist unser Tachymeter, mit dem messen wir hauptsächlich ein. Ich habe an dem schon lernen, wie man Decken einmisst. Wie man zum Beispiel jetzt hier sieht, die orange Linie. Da kommt zum Beispiel das Fenster, F steht für Fenster. Da haben wir wieder eine Wand, die wird gemauert. Da vorne, die sind natürlich dann betoniert. Die Anschlusssitze sieht man auch schon genau. Und dann würde ich diesen jetzt geschwind einstellen, um auch mal zu zeigen, wie das funktioniert. Das kommuniziert momentan noch nicht miteinander. Zuerst wollen wir das mal grob aufstellen. Anhand von diesen Rädchen kann man es noch genauer aufstellen dann eigentlich. Und nachher müssen wir anhand von diesen Fixpunkten, die wir haben, einmessen. Dort hinten hängt zum Beispiel einer, oben am Fenster. Dort hängt einer. Und dort auf der gegenüberliegenden Seite hängt nochmal einer, auch am Fensterbank. Ich finde, Mauern ist auf alle Fälle etwas sehr Schönes und es macht mir persönlich auch sehr viel Spass. Zum Mauern braucht es eigentlich gar nicht viel. Das Einzige, was man braucht, ist eine Wasserwaage, die verhebt. Schnürli, Kehle, Schrothammer und noch zwei Winkel zum Schnürli nachher anmachen. Das wäre es eigentlich schon. Ich kann es mir durchaus auch vorstellen, nach der Lehre weiterzumachen, mich in der Baubranche auch weiterbilden lassen. Vielleicht irgendwann nicht mehr als Maurer arbeiten, sondern dann eher auch als Polier oder als Bauleiter, Bauführer. Ich weiss es noch nicht, was mich antreibt. Ich lasse es ehrlich gesagt sehr auf mich zukommen, was ich in Zukunft machen will. Aber es ist durchaus auch eine Berufssparte, die ich mir vorstellen könnte. Der Grund, wieso ich eigentlich auf den Bau gekommen bin, ich habe eigentlich fast gezwungenermassen eine Ausweichmöglichkeit suchen müssen, weil ich genau in dem Jahrgang war, wo die Schulen zugegangen sind wegen Coronavirus. Und ich habe dann eine Schnupperlehre auf dem Bau gemacht, eigentlich ohne grosse Erwartungen. Ich habe dann müssen sagen, dass es mir sehr gut gefällt. Und habe dann ein Praktikum gemacht auf dem Bau, also bei der gleichen Firma. Und habe dann eigentlich während dem ganzen Lockdown durfte bleiben. Und ich konnte arbeiten und etwas machen. Und so bin ich dann eigentlich zu meiner Lehrstelle gekommen. Jetzt als Maurer, immer noch bei der gleichen Firma. Ich hatte natürlich dann den Vorteil, dass ich die Leute schon gekannt habe. Und als ich dann eigentlich die Lehre angetreten habe, ist für mich gar keine grosse Veränderung mehr gewesen, sondern es war eigentlich wie einfach nur noch ein Zurückkommen zu dem, was ich schon mal gemacht habe. Und ich habe gewusst, es macht mir Spass. Bis jetzt gefällt es mir immer noch sehr, sehr gut. Und ich habe mich total für die richtige Lehre entschieden. Auch bei der richtigen Firma. Und bin sehr dankbar, dass ich so die Lehre machen darf. Das wäre es mit meinem Arbeitsalltag auf der Baustelle. Wenn auch du dich für eine Lehrstelle auf der Baustelle interessierst, dann schau bei bauberufe.ch auf der Webseite vorbei.